Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, ich hoffe, euch geht's genauso gut wie mir, denn ich freue mich wie blöde. Wir haben hier ein niegelnagelneues Magazin und zwar Schleich Comic, die besten Geschichten aus dem Magazin Eldrador Creatures. Jubel, Jubel, Freu, Freu. 100% Comic und ich hab's ja schon vom Heft gelöst. Wir haben hier das Steinmonster mit dabei. Die Mini-Ausgabe, großartige Figur, tolle Skulptur, mit eines meiner absoluten Lieblingsmonster bis heute, denn es war mit eines der ersten. So, das hier ist das Cover. Auch hier ist das Steinmonster mit drauf und da schauen wir uns natürlich, nachdem wir einen Blick in das Heft geworfen haben, ebenfalls nochmal an. So, Eldrador Creatures, Schleich Comic, kennt ihr schon von der ersten Ausgabe, falls ihr es habt. Hier waren es die Dinosaurs mit einer Dinosaurierfigur. Das war die Nummer 1 und jetzt haben wir hier Eldrador Creatures als Nummer 2. Ich bin natürlich sehr gespannt, was dann die Nummer 3 werden wird. Kommt dann Bayala oder geht es dann wieder weiter mit Dinosaurs und dann wieder Eldrador Creatures und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, sehr, sehr, sehr spannend. Das Heft hat 36 Seiten inklusive Umschlagseiten und ihr seht hier schon Charaktere aus der Stein- und aus der Lava-Welt. Die Eiswelt ist hier auch mit dem Eiswolf vertreten. Die Comics, muss ich sagen, gefallen mir hammermäßig gut. Finde ich okay, dass sie hier ein extra Magazin nur mit 100% Comic machen, denn die sind toll gezeichnet, auch die Geschichten. Wenn ihr Eldrador Creatures mögt, das geht immer, wie ich finde. Ja, zwei Comics haben wir drin. Einmal Eisige Gefahr und Angriff der Steinwelt. Zwei coole Stories in einem Heft. Wir haben zwei gewaltige Poster mit drin. Sehr gut. Wir werden uns das natürlich alles anschauen. Aber ja, klasse. Also, dann hier. Hallo Comic-Fan. Oha, die Steinwelt möchte der Lava-Welt die mächtige Superwaffe abluchsen. Dazu schmiedet das Steinmonster und die Panzerkröte einen fiesen Plan. Ob das gelingt? Im nächsten Abenteuer geschehen hingegen merkwürdige Dinge im Dschungel. Wer da wohl dahinter steckt? Ein klarer Fall für den Schattenpanther. Viel Spaß beim Lesen. Bist du bereit für mächtige Monster-Action? Dann blätter schnell um. Ja, das machen wir natürlich gleich. Hier nochmal die zwei Comics, die ihr im Magazin findet. Eisige Gefahr, wumm. Und Comic 2, der steinerne Löwe. Der kann was erleben. Hier auch Werbung für Schleich Dinosaurs. Tolles Magazin, stelle ich euch ebenfalls immer gerne vor. Mit tollen Dinos als Beilage. Ja, dann blättern wir doch hier ganz schnell um und hier kriegen wir schon mal eine Beschreibung zum ersten Comic. Die krassen Kreaturen von Eldrador. Riesige Mäuler, scharfe Zähne, lange Klauen, gewaltige Waffen. In der Welt von Eldrador leben wahrhaft mächtige Wesen. Hier lernst du sie kennen. Und wisst ihr was, das lese ich euch einfach kurz vor. Für alle, die neu sind, für alle, die hier einen kleinen Einstieg wollen. Denn diese Welt bringe ich euch sehr gerne näher. Großartige Figurenserie, eine der besten, wie ich finde, der letzten Jahre. Los geht's hier mit der Lava-Welt. Obacht! Hier herrscht akute Hitzschlaggefahr und das liegt nicht nur an den unfassbaren Temperaturen. Wir haben hier den Lava-Drachen. Er ist clever, stark und dazu noch unglaublich mächtig. Selbst Steine bringt er zum Schmelzen. Die Steinwelt. Sternenhotels wirst du hier keine finden. Hier sehen höchstens Feinde Sterne, nachdem sie den rauen Steinkreaturen begegnet sind. Die Felsbestie. Der gefährlichen Bestie sollte man besser aus dem Weg gehen, was nicht allzu schwer ist. Der Einzelgänger haust abgelegen im Hochgebirge. Dann haben wir hier die Dschungelwelt. Hier lauert wirklich hinter jeder Palme eine neue Gefahr. Neben fiesen Kreaturen machen den Feinden auch noch blubbernde Sümpfe oder stachelige Giftlianen das Leben schwer. Und wir haben hier den Schattenpanther. Den Schattenpanther niemals in die Schattenwelt mit reinbringen. Ist eine Dschungelkreatur, keine Schattenkreatur, zumindest noch nicht bis jetzt, ja? Der Schattenpanther, lautlos und fast unsichtbar, schleicht er umher. Doof für seine Gegner, er ist auch noch mega gefährlich, denn seine Dornen enthalten ein lähmendes Gift. So, dann haben wir hier die Eiswelt.
Wer Blizzardstürme und Frostbrand nicht mag, ist in der Eiswelt fehl am Platz. So, und hier haben wir den Eisgreif. Gilt selbst unter den Eiskreaturen als besonders kaltblütig. Allein sein Schrei lässt Feinden das Blut in den Adern gefrieren. Der Blizzardbär, der Koloss, ist bärenstark, hat eine mächtige Waffe und ist außerdem ein Meister der Tarnung. Kein Wunder, dass er außerhalb der Eiswelt nicht besonders beliebt ist. Dann haben wir hier die Eisspinne. Gelassenheit ist ihre große Stärke. Selbst in den brenzligsten Situationen behält die Eisspinne immer einen kühlen Kopf. Und das Eismonster. Viele Worte sind nicht sein Ding. Lieber gibt es Gegnern mit seinen mega starken Fäusten direkt auf die Mütze, ohne lang zu fragen. So, das ist die Einleitung zum ersten Comic. Diese Charaktere werdet ihr darin finden. So, das Einblick auf das Comic, die eisige Gefahr, und los geht's hier schon mit dem Schattenpanda, und der hat hier irgendwas gewittert, ne? Knister, knister, was verbirgt sich hinter Blister? Ganz schlechter Gag, aber egal, ne? So geht's los, das erste Comic mit dem Schattenpanda, und ihr seht schon, ja, durch den Dschungel blubbern hier lauter Eisstückchen, ja? Das ist nicht normal, das kann nicht sein, der Schattenpanda wird sich drum kümmern. Dann blättern wir weiter in die Heftmitte. Und hier finden wir natürlich zwei hammermäßige Poster. Hier haben wir einen Fragenwirbel. Das bezieht sich auf das Comic, was ihr dann gelesen habt. So, und das Poster werde ich hier mal kurz rausnehmen. Wow, einfach eiskalt. Boah, der Eiswolf. Was eine Hammerzeichnung. Was ein Hammerposter. Boah, der absolute Oberknaller, die toten blauen Augen, ne? Das Maul geöffnet und hier die Narbe, was hier quer drüber geht, und auch diese Eisbrocken auf dem Buckel scheinen hier zu leuchten. Ein Hammerposter. Was haben wir auf der anderen Seite? Der nächste Knaller, Felsbestie und Schattenpanther, die Steinwelt und die Dschungelwelt hier vereint in einem Poster. Ja, wenn die zwei hier aufeinandertreffen, dann knallt's im wahrsten Sinne des Wortes. Was meint ihr? Wer wird hier wohl Sieger sein? Der Schattenpanther oder die Felsbestie? Ja? Also zwei wirklich großartige Poster. Könnte ich mich gar nicht entscheiden, was ich hier aufhängen möchte. Ja, würde ich mir einfach zwei Magazine holen. Ne? Und ihr habt's noch nicht gesehen, das Duell Schattendrache gegen Schneewolf. Sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Ich halte die Lösung hier unten zu. Wer gewinnt hier wohl den Kampf? Was meint ihr? Ja, fangen wir hier mal an. Kraft, Beweglichkeit, Verteidigung. Der Eiswolf hat hier 3 von 5 Kristallen. Beweglichkeit 4 von 5 Kristallen. Verteidigung 2 von 5 Kristallen. Der Schattendrachen hat hier Kraft, volle 5 von 5 Kristallen. Beweglichkeit 3 von 5. Verteidigung sogar 4 von 5. Also gut, wer gewinnt den Kampf? Perfekt getarnt lauert der Schneewolf im Eis. Da kommt der ahnungslose Schattendrachen vorbei und der Wolf greift aus dem Hinterhalt an. Zack, er springt den Drachen an und beißt zu. Doch die Schattenkreatur ist alles andere als überrumpelt. Sie fegt den Angreifer mit ihren mächtigen Flügeln hinfort. Patsch! Der Schädel des Wolfs brummt ordentlich. Seine letzte Chance, den Eisdrachen als Verstärkung herbeirufen. Aber das schaurige Geheul wird unterbrochen durch eine Attacke des Schattendrachen. Mit voller Wucht rammt er die Eiskreatur mit seinen mächtigen Hörnern, sodass dem Wolf blitzschnell Hören und Heulen vergeht. Also, wen haben wir hier als Gewinner? Der Gewinner ist natürlich der Schattendrache. Der Schneewolf war dieses Mal nur ein Schatten seiner selbst, was der Schattendrachen eiskalt ausgenutzt hat. Also, he's the winner, der Schattendrache. Dann kommen wir hier zum nächsten Comic, und auch hier gibt's wieder eine kleine Einleitung, was mir auch sehr gut gefällt, denn so lernt ihr die ganzen Kreaturen ein bisschen besser kennen. Und wir haben sogar das Steinskelett hier mal wieder mit dabei. Sehr gut. Also, die krassen Kreaturen von Eldrador. Der Kampf um die Superwaffe geht in die nächste Runde. Wer schnappt sich dieses Mal das magische Schwert? So, wir haben hier einmal die Steinwelt. Steinmonster, Panzerkröte und Co. sind in einer kargen Felswüste zu Hause. Einziger Lichtblick, funkelnde grüne Kristalle,
die den Kreaturen als Energiequelle dienen. Die Panzerkröte ist ein Meister der Täuschung. Sie wirkt erst träge, doch dann setzt sie blitzschnell zum Gegenschlag an. Das Steinmonster, ja, willkommen in der Steinzeit. Der Gigant ist nicht unbedingt das schlauste Wesen in Eldrador. Dafür ist er aber riesengroß und unfassbar schwer. Das Steinskelett. Vor langer Zeit soll er als Krieger ganz Eldrador in Angst und Schrecken versetzt haben. Jetzt ist er zurück und treibt als versteinertes Skelett sein Unwesen. Die Lavawelt. Explodierende Vulkane, dunkle Rauchschwaden, unendlich lange Lavaströme. Was nach Hölle klingt, ist für die Lavakreaturen das reinste Paradies. Der Lavadrache, er ist der Schrecken der Steinwelt. Der Lavadrache kann Steine zum Schmelzen bringen und hat sogar dem mächtigen Steinmonster schon ein paar Dellen verpasst. Der Höllenhund, höllisch heiß und extrem bissig, gleich zwei Köpfe mit scharfen Reißzähnen sorgen dafür, dass sich der Höllenhund vor nichts und niemandem fürchten muss. Und da haben wir natürlich auch noch den Feuerlöwen. Die wichtigste Aufgabe der Lavawelt hat der Feuerlöwe, denn er bewacht die wertvolle Superwaffe. Wer sich ihr nähert, bekommt seine messerscharfen Krallen zu spüren. Dann haben wir hier oben auch noch die Eiswelt mit dem Schneewolf. Klirrend, kalt und tobende Blizzardstürme. Die Eiswelt ist eine ungemütliche Gegend, außer für die Wesen, die sie bevölkern. Sie sind für die Welt aus Schnee und Eis bestens gerüstet. Dann haben wir hier die Dschungelwelt, vertreten durch den Monster-Gorilla. Vorsicht, wer nicht aufpasst, findet aus dem dichten Pflanzendickicht nie wieder heraus und verfängt sich in einer der unzähligen Giftlianen mit ihren extrem stacheligen Ranken. So, und hier unten, Leute, die Wasserwelt, so sehr von euch allen zurückgewünscht. Mal schauen, ob Schleich mal irgendwann drauf reagiert, aber wisst ja, Eis und Wasser, ja, im Prinzip dasselbe, in einem anderen Aggregatzustand. Trotzdem, die Leute wünschen sich so, so sehr die Wasserwelt wieder zurück. Mal schauen. Ja, die Wasserwelt. Lass dich von der stillen Wasseroberfläche nicht täuschen. In den Tiefen des Meeres lauern die gefährlichen Bewohner der Wasserwelt auf ihre Chance zum Angriff. Hier haben wir die Monsterkrake. Er flößt seinen Gegnern schon alleine durch sein Aussehen Angst und Schrecken ein. Zudem gilt er als Superkämpfer, der nicht nur gefährlich, sondern auch unberechenbar ist. So sieht's aus. Der Monsterkrake und die anderen Kreaturen aus der Welt von Eldrador. Fantastisch. Ja, ein Blick noch auf das Comic und es geht hier schon wieder spektakulär los. Boah, guckt euch das an. Der Lava-Golem hat hier die mächtige Superwaffe in der Hand. Und das Steinskelett kommt ja auch schon angerannt. Hier sehen wir noch die Panzerkröte. Und das Steinmonster kriegt hier gleich mal eins auf den Dez. Großartig. Also toll gezeichnete Comics, wenn er mich fragt. Absolut lohnenswert, falls ihr die eine oder andere Ausgabe verpasst habt. So, und damit springen wir hier auf die letzte Seite. Aber ich glaube, es gibt keine Vorschau. Oder doch? Nein, es gibt keine Vorschau. Aber ihr könnt hier starke Preise gewinnen, ja? Entweder den Schatten-Steinroboter oder den Schatten-Dschungel-Roboter. Saumäßig cool. Einfach hier die Fragen ausfüllen. Ich lieb's. So, dann haben wir hier auch noch Werbung drauf. Eldrador Creatures, alle 2 Monate neu. Jede Ausgabe mit einer exklusiven Sammelfigur. Sau cool. So, das zu diesem Magazin. Boah, das gibt ein langes Video, ne? Also, das hier, Eldrador Creatures, Schleichcomic, die Nummer 2. Die Nummer 1 waren hier die Dinosaurs. So, jetzt schauen wir uns das Steinmonster an. Zack, hier haben wir das Gute. Und von dem Vieh kann man niemals genug haben. Nie, never ever. Je mehr, umso besser. Eine ganze Armee, ja? Limited Edition, ganz klar. Auf die Heftausgaben limitiert, natürlich nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre, ist ja klar. Ja, ich hol's hier mal ganz schnell raus. Zack, und hier habe ich's, das Steinungeheuer, das Steinmonster, der Steingolem, wie auch immer ihr das hier nennen wollt. Es ist großartig, schaut euch die grünen Kristalle hier auf seinem Buckel an und er hält auch noch einen riesengrünen Kristall in seiner rechten Hand. Die Arme kann man hier bei den Minifiguren nicht bewegen, auch nicht den Körper, ist einfach eine feststehende Figur, die auch perfekt stehen kann, wie ihr seht.
Auch wenn wir ihn schon besprochen haben, ganz egal. Das Steinmonster hat hier eine Breite von 11,5 cm und eine Höhe hier gemessen von ziemlich genau 7 cm. Großartig, ich liebe dieses Vieh. Das Maul ist hier weit geöffnet. Bei der großen Figur könnt ihr das Maul auch öffnen und schließen. Die Augen sind hier grün, stechend grün. Auch hier überlege ich mir, ob ich noch einen Wash drüber machen soll. Boah, ich habe bestimmt schon 10 Figuren davon bei mir. Ja, es ist großartig. Man kann hier die Zähne sehen. Unterkiefer, Oberkiefer weit aufgerissen. Sieht klasse aus, oder? Ein bisschen creepy, erinnert an Totenkopf. Dann hier links und rechts auf dem Buckel sieht man hier auch Moos. Man sieht hier ein bisschen Sprühnebel, was mich aber bei der Figur nicht stört, denn es sieht ganz einfach ein bisschen verwaschen aus und es passt super zu diesem Steinmonster hier. Wahnsinn, auch die Details der einzelnen Steine gefallen mir hier super gut. Den Kristall hält er hier fest in der Hand. Bei der großen Figur könnt ihr den Kristall rausnehmen. Hier haben sie es festgeklebt. Ja, schön bizarr gestaltet das Ganze. Schöne, tiefe Lücken zwischen den Steinen. Ah, es ist so eine großartige Figur. Wahnsinn, auch die Steine auf dem Buckel. Es ist so der Hammer. Ich liebe das Steinmonster. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist der Hammer. Ist ein Spielzeugträumchen und halt einfach Fantasy pur. Hier auch Moos. Polster auf dem Bauch, auf den Beinen drauf, haben sie schön bemalt, haben sie echt gut gemacht, also sehr, sehr, sehr aufwendig. Und ich muss sagen, sie sind hier schon mit einem leichten Wash drüber gegangen. Wenn ihr das Ganze aber noch ein bisschen kräftiger, tiefer wollt, einfach waschen mit einer entsprechenden Farbe. Vielleicht werde ich es machen. Ihr habt ja mein Ergebnis beim Steinroboter gesehen, also das sieht schon echt klasse aus, wenn man da noch ein bisschen was macht. Aber trotzdem, die Figur, so wie sie hier im Heft kommt, ist es absolut fantastisch. Was eine großartige Umsetzung von diesem Charakter hier. Boah, der Hammer. Das Steinmonster, großartig. So, jetzt möchte ich doch mal gucken, passt das denn in den Steinroboter rein, denn das wäre ja der... Nee, passt nicht rein. Schade, aber es wäre ja der Hammer, ne? Wenn der hier oben rausgucken würde und hier auch noch mit Kristallen mitbefeuern, ist der Hammer. Passt natürlich schön zusammen. Ja, wenn man ein bisschen was mit den Beinen machen würde, könnte man den tatsächlich hier reinsetzen. Und das sieht schon sehr, sehr, sehr spektakulär aus, wie ich finde. Aber ja, er braucht den Roboter gar nicht. Er ist so dermaßen mächtig. Der oder das Herr Steinmonster, absolut fantastisch. Finde auch klasse, dass diese grünen Kristalle hier transparent sind. Ne? Ihr wisst ja, wenn ich da meine Taschenlampe dahinter halte, dann seht ihr, wie das Licht hier durchgeht. Ne? Also ist schön transparent, gefällt mir sehr gut. Ich liebe transparente Kunststoffe. Das kommt hammermäßig gut. Ich sag ja, hätte Schleich die Figuren mit einer LED rausgebracht, dass die von innen her leuchten, das wäre der absolute Oberkracher geworden. Ja, aber dann halt natürlich auch entsprechend teuer, ist klar. Ja, ich werde das Monster hier natürlich noch in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Es ist absolut fantastisch. Schöne Beigabe für die erste Ausgabe des Eldrador Creature Comics, beziehungsweise die zweite Ausgabe aus der Schleich-Comic-Serie. Gut, damit würde ich sagen, sind wir hier auch durch. Eldrador Creatures Schleich-Comic, die Nummer 2. Nummer 1 war Schleich-Comic Dinosaurs, entsprechend mit einem Dinosaurier dabei. Hier in dieser Ausgabe haben wir das Steinmonster mit drin. Absolut großartig, wenn ihr das verpasst habt, hier die Chance, das nochmal zu bekommen. Ihn werde ich noch in 360 Grad drehen lassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer Ausgabe. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, ganz viele liebe Grüße, euer Ruppi. Yay! Yeah.